das sind sie, die Preisträger des Audi Generation Awards. In der Kategorie Sports Niklas Kaul. Musik National Lea. Medien Ruby Ophée. Und Musik International Tom Gregory. Die Auszeichnung in der Kategorie Medien geht an Ruby Ophée. Wie fühlst du dich jetzt mit deinem Preis ganz stolz in der Hand? Super, ich freue mich riesig. Es war nicht einfach, auf die Bühne zu gehen vor Tausenden von Leuten, aber ich habe den Preis gekriegt und ja, es ist toll. Niklas Kaul, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten und sei gerade eben auch noch ausgezeichnet mit dem Audi Generation Award. Du bist gerade frisch aus dem Saal raus. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass ich hier sein darf und dass ich dann auch noch so einen Preis, so einen hochkarätigen Preis entgegennehmen darf. Und das ist natürlich was ganz Schönes und eine Riesenanerkennung. Bekommt diese Auszeichnung denn auch einen speziellen Platz bei dir? Ich hoffe mal. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte früher immer eine Leiter, so eine alte Malerleiter aus Holz, wo ich immer die Preise draufgestellt habe. Und die ist aber leider weg. Ich muss mir halt wieder so eine Leiter besorgen, damit ich die alle da draufstellen kann. Wichtig ist es, dass man auch mal gefördert wird, wenn man vielleicht noch nicht der Superstar ist, ganz am Anfang. Ich glaube, viele junge Leute, also so wie es bei mir war, sind am Anfang immer unsicher und wissen nicht, ob sie das auch richtig machen, was sie tun. Und ich finde, so ein Preis ist dann nochmal eine Bestätigung, dass man auf den richtigen Weg ist, um halt junge Künstler auch nochmal zu pushen und zu sagen, so, ihr macht das gut, weiter so. Das gibt denen vielleicht auch ein bisschen Sicherheit. Und deswegen finde ich sowas sehr, sehr wichtig, junge Künstler zu unterstützen, generell junge Leute zu unterstützen, nicht nur im Schauspielbereich, sondern überall, weil es natürlich die Zukunft von uns ist. Ne? Also gefördert haben mich immer meine Eltern, weil die mich immer unterstützt haben. Also die haben mich nie gepusht, das kam alles von mir selbst, aber die haben mich immer gefördert. Das heißt, sie haben mir alles ermöglicht, wenn ich irgendwo hin wollte oder sei es meine Schulbefreiung, damit ich drehen kann. Und da bin ich ihnen sehr dankbar. Das war meine Förderung. Ich freue mich, wenn man die Anerkennung zeigt für diese jungen Menschen, weil die sind doch kreativ und lebensfroh und die leisten was. Und die Anerkennung der Gesellschaft gehört einfach dazu. Das ist eine Art Lohn. Und da freue ich mich, dass Sie sich freuen. Ich finde es schön. Als Sie noch ganz am Anfang Ihrer Karriere waren, bin ich sehr oft aufgezeichnet. Was war denn da? Hat Sie da jemand besonders gefördert? Nein, das ist mein Glück. Ich muss niemand Danke sagen, nur der liebe Gott. Sie haben das alles ganz allein geschafft? Step by step. Und ich bin von niemandem unabhängig. Boah, ich weiß gar nicht, also ich glaube, es ist ganz viel Schicksal dabei. Also ich habe mich ganz wild beworben in den unterschiedlichsten Stellen und dass ich dann tatsächlich bei MTV rausgekommen bin, war tatsächlich eigentlich ein Glückstreffer und war absolut genial. Also da hatte ich einfach richtig Glück in dem Moment. To be honest, I must say, Germany is very much my second home. It's the place where my career is at its biggest. So, yeah, vielen Dank. Thank you to you. Oh, my pleasure. I hope that I look like you when I'm your age, really. It's amazing. No, go. Amazing. Ihr dürft ja heute eine Laudatio halten. Wie habt ihr euch denn da vorbereitet? Gar nicht. Wir lassen einfach unsere Herzen sprechen. Das, wir, was der Musiker am liebsten macht, sind Laudatien halten. Deshalb sind wir heute auf jeden Fall voller Laudatios. Genau. Laudatio. Gar nicht so einfach, gell? Genau. Aber wir lassen auf jeden Fall unsere Herzen sprechen. Wir halten heute ein Laudatio für Lea und da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind wahnsinnig viel mit Lea rumgetourt, haben sie diesen Sommer unglaublich viel gesehen und wir sind einfach ganz gute Kollegen und freuen uns sehr, dass wir heute gerade für sie die Laudatio halten dürfen.
Ich könnte euch 20 erfolgreiche Männer gerade an einer Hand abzählen, die alle irgendwie krass erfolgreich im Radio sind, im Fernsehen und vielleicht ein paar Frauen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da unfassbar viele Frauen in den Startlöchern stehen und dass es gar nicht mehr verhindert werden kann, dass die Frauen erfolgreich werden, weil die einfach super klasse sind. Oh, ich freue mich, ehrlich gesagt, dass Lea gewonnen hat. Ich höre ihre Musik im Auto rauf und runter, deswegen da freue ich mich drüber. In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und ist keiner mehr bei mir, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten. Haben Sie denn einen Tipp für so junge Musiker? Eine Menge. Aber bis ich anfange zu erzählen, das dauert eine ganze Nacht. Auf jeden Fall, die soll auf sich treu bleiben, üben und also an sich glauben, üben und nicht abhängig von niemandem sein. Dann brauchen Sie niemanden Angst zu haben, dass man sie fallen lässt. Also Step by Step und üben nicht vergessen? Ja, also die heute ausgezeichnet werden, denen muss man wahrscheinlich keine Tipps mehr geben. Weil sie eben nicht nur talentiert sind, sondern es auch in ihren Bereichen sehr weit gebracht haben. Ansonsten sollen sie einfach da weitermachen, wo sie bis jetzt angekommen sind und an sich glauben und einfach weiterhin Vorbild sein für andere nachkommende Generationen. Ich glaube, man muss tatsächlich man selbst bleiben, also sich nicht zu sehr zu verbiegen und offen zu bleiben und Sachen auszuprobieren, aber dabei zu versuchen, immer man selber zu bleiben. Entscheidend ist, dass man das, was man tut, mit ganz viel Leidenschaft tut und dass man da seine Träume verfolgt und dass man natürlich auch nie aufgibt, sondern immer an das Ziel glaubt, was man sich irgendwann mal selber gesteckt hat. Also Preise sind eigentlich gar nicht entscheidend, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn man einen Preis gewinnt. Auf jeden Fall immer danach streben, was wir machen wollen, Ziel vor Augen haben und Gas geben. Nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne. Also immer Gas geben. Das gilt natürlich auch für die anderen Veranstaltungen. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Jetzt werde ich Gas geben. Genau. Dankeschön. Ciao. Jetzt stehen wir hier am roten Teppich, wo immer wahnsinnig viel los ist. Wir rennen alle mal da läuft immer dauernd jemand an uns vorbei. Ist das für dich stressig oder macht es Spaß? Nee, mir macht es total Spaß, hier zu stehen. Ich finde, je mehr los ist und je mehr Fotografen schreien und Blitzlichtgewitter, das macht es ja aus. Also das ist das, was Spaß macht. Deswegen freue ich mich auch immer auf den Abend hier, weil ich liebe die Location im Bayerischen Hof und ich finde, einfach hier ist einfach eine schöne Stimmung. Wir haben hier einmal Hosen und einmal ein Kleid. Also Zwillinge müssen jetzt nicht immer exakt dasselbe anhaben. Nee, wir finden das auch gerade spannend als Zwilling, dass unsere Outfits aufeinander abgestimmt sind. Also manchmal gehen wir auch komplett gleich, finden wir auch spannend, aber abgestimmt ist auch mal was anderes. Das ist ja kein Kleid, aber es glitzert und es ist schon so ein bisschen weihnachtlich, oder? Ja, ich bin auch totaler Weihnachtsfan, deshalb dachte ich mir, passt das heute sehr gut. Wie schaut denn das aus? Wie lange brauchen Sie denn, um sich vorzubereiten für so einen roten Teppich? Ganz ehrlich. Oh, also ganz ehrlich, gestern habe ich noch nicht gewusst, was ich heute anziehen werde. Zum Glück ist meine beste Freundin eine Designerin, das hilft dann schon immer. Das ist immer ein guter Treffer. Genau, die weiß auch schon immer, was ganz gut passt. Und geschminkt haben wir uns zusammen so ungefähr in 15 Minuten. So schnell geht es. Ja, genau. Ein paar Wimpern habe ich mir noch angeklebt, also es ging dann ganz schnell, weil ich kam jetzt direkt von Berlin, wo ich ja jetzt lebe. Bin ja Münchenleiter, also habe München verlassen und deshalb war jetzt tatsächlich nur eine Stunde Zeit und das geht, wir sind ja Profis. Wie ist denn das auf dem roten Teppich, da braucht es ja doch immer was Schickes, was Spezielles. Ist das schwierig, wenn ihr das gleich zweimal braucht? Ja, manchmal ist es schwierig, weil wir haben ja genau die gleiche Größe und es muss eben auch genau gleich sein. Und es gibt Designer, die haben eben manche Kreationen nur einmal in einer Größe. Und da haben wir dann manchmal Diskussionen und dann schlägt der Designer was ganz anderes vor und dann sagen wir, nein, das muss aber zusammenpassen und das passt nicht zusammen. Ja, ich habe aber nichts in der gleichen Größe. Da gehen manchmal ein paar E-Mails hin und her. Sagen die Fotografen, ja, also ich höre das ja immer, geh mal so auf mich zu oder mach mal den hier oder das da. Ja. Verstehst du immer, was die genau von dir möchten oder ist das manchmal ein bisschen experimentieren? Naja, meistens sagen sie, mach mal Bewegung ins Kleid. Wenn man so ein Kleid anhat wie ich heute, möchte man da ungern Bewegung reinmachen oder mach mal was mit den Armen oder mach mal was total Lustiges. Meistens ignoriere ich es. Also wenn sie jetzt sagen, guck mal über die Schulter oder lach mal, dann vielleicht schon, aber irgendwas Ausgeflipptes mache ich meistens nicht, weil ich dann immer Angst habe, dass irgendwo was verrutscht. I'll fight for you when your hands are tight.
But it all starts with one foot at a time. With a lifetime for you, never giving up on no. A no rush love, we can take this slow. If you're